und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Uni-Vlog von mir. Ausnahmsweise startet der diesmal an einem Samstag. Das passiert ja eigentlich so gut wie nie, vor allem weil der Uni-Vlog von letzter Woche jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht mehr online ist. Aber heute ist ein ganz besonderer Tag. Und zwar werde ich jetzt gleich nach Köln fahren und da Becky treffen, weil wir zusammen Kamerashoppen gehen werden. Ihr wisst ja, als YouTuber ist, glaube ich, fast nichts wichtiger, als die geeignete Kamera zu haben. Und die Kamera, die ich jetzt gerade noch habe, das ist eine Canon EOS M50, falls euch das irgendwie interessiert. Das ist auch wirklich eine gute Kamera. Die ist klein, die ist leicht, die ist einigermaßen zuverlässig. Aber es ist doch eher, ich sag mal, eine Anfänger-Vlogging-Kamera. Und sie hat mir auf jeden Fall sehr treu gedient. Aber so langsam ist es doch an der Zeit, mein Game ein bisschen abzusteppen, weil ich einfach meine Videos gerne peu à peu immer qualitativ hochwertiger machen wollen würde. Und mir sind dann doch eben ein paar Sachen aufgefallen an der Kamera, die mich ein bisschen gestört haben. Ja, und warum kommt jetzt ausgerechnet Becky aus Heidelberg angetuckert, um mit mir nach Köln zu gehen, in einen Kameraladen? Das liegt daran, dass Becky die Kamera-Queen höchstpersönlich ist. Also Becky kennt sich mega gut aus mit Kameras. Sie ist ein richtiger Nerd for Cameras und hat da auch sehr viel Spaß dran. Und deswegen hatte sie mir angeboten, dass sie das mit mir zusammen macht. Und die Kamera, die wir heute höchstwahrscheinlich kaufen werden für mich, ist tatsächlich dieselbe Kamera, die Becky auch hat. Also hier ein bisschen Werbung für Becky an der Stelle. Zum einen, weil sie einfach eine super tolle Freundin ist, die super geile Videos macht. Also guckt auf jeden Fall bei ihr vorbei. Aber zum anderen eben auch, um ihre Kameraqualität auszuchecken. Obwohl ihr seht es natürlich auch später in diesem Vlog noch, falls ich die Kamera kaufe. Ja, und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. So ein bisschen hinter die Kulissen des ganzen YouTube-Games. Und vor allem, ich liebe es, wenn meine Friends mit in den Vlogs sind. Und das kommt ja nicht so oft vor, dass wir uns treffen können. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr findet das irgendwie interessant. Und keine Sorge für die Leute, die nur hier sind wegen dem Uni-Stuff. Das wird auch noch kommen. Zu Genüge. Don't worry. Aber jetzt geht's erstmal nach Köln und wir sehen uns später. Wir haben die Kamera. Wir mussten gerade tatsächlich noch zu einem anderen Laden gehen, weil die Kamera nicht vorrätig war. Deswegen haben wir jetzt die Objektive bei dem einen Laden und die Kamera bei dem anderen Laden gekauft. Oh, so exciting! Wir sind sehr glücklich, aber auch sehr hungrig. Deswegen gehen wir jetzt zu Giddy Chai und essen. Das ist jetzt der richtige Side-by-Side-Vergleich. Ich sag mal mit den vergleichbaren Objektiven. Also ich habe jetzt gerade Beckys Vlogging-Objektiv drauf und es ist echt ein Riesenunterschied. Holy shit! Also jetzt, wo ich das hier gerade selber angucke, hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Also, guck mal. Allein die Farben, das ist krass. Ja. Und wie viel näher ich hier auch bin, obwohl ich das auf der gleichen Höhe habe. Das ist wahrscheinlich aber auch dieser Weitwinkel-Effekt. Ja, das ist der Weitwinkel. Und du wirst halt wahrscheinlich dann sehen, dass das da ein bisschen verwackelter ist. Ja. Aber entweder stört dich nicht oder ich kann dir zeigen, wie man es wegmacht mit einem ganz kleinen Kopf. So krass, wie das auch auf das Auge so fokussiert, ne? Ja, dafür ist Sony halt bekannt. Ja. Für ultraschnellen Autofokus. Ja, der ist sehr schnell. Wir testen ihn gerade. Krass. Oh mein Gott. Oh, I'm so happy! Horrorwoche. Leute, ich glaube, das ist wirklich die meist im Vorhinein gehasste Woche von mir.
weil sie einfach so unfassbar voll ist. Bevor ich jetzt anfange zu ranten, wundert euch nicht, das ist jetzt gerade noch meine alte Kamera, die das gerade am Filmen ist, weil mein eines Objektiv, also mein Vlogging-Objektiv sozusagen, noch nicht da ist. Ja, warum spreche ich von meiner Horrorwoche? Ihr wisst ja, ich stecke mitten in meiner Klausurenphase, die mich auch dezent fertig macht momentan, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß, ich habe es mir ausgesucht. I wanted it that way. Und ich habe dafür natürlich auch einen wunderbaren Urlaub erlebt, dafür, dass ich eben eine Woche später angefangen habe mit dem Lernen, aber jetzt gerade merke ich das schon gut, aber ganz ehrlich, ich würde es immer wieder so machen. Das, was mich momentan tatsächlich am meisten stresst, sind die ganzen Extra-Veranstaltungen, die ich habe. Diese Woche habe ich nämlich noch meinen Biometrie-Kurs. Der ist jeden Tag von 15.15 Uhr bis kurz vor 5, also kurz vor 17 Uhr. Plus meinen Rechtsmedizin-Kurs, der Donnerstag und Freitag stattfinden wird. Da habe ich sozusagen pro Tag zwei Rechtsmedizin-Kurse, einmal dann eben anderthalb Stunden am Morgen und einmal anderthalb Stunden am Nachmittag. Und das sorgt dann dafür, dass ich an allen Tagen nicht vor 17.30 Uhr ungefähr zu Hause bin und dann noch lernen muss. Und ja, ich weiß, das ist wahrscheinlich die Realität für viele Leute, vielleicht auch in anderen Studiengängen oder wo einfach die Unis nicht so kulant sind, dass sie irgendwie Tage oder auch Wochen freigeben vor den Klausuren. Manche von euch werden sicherlich auch unterm Semester schon Klausuren haben. Ja, aber für mich ist das einfach gerade eine extrem geballte Masse und ich habe euch das ja schon mal erzählt, seit dem Physikum habe ich einfach so das Gefühl, dass mein Gehirn echt einen Schaden genommen hat. Also ich kann mich seitdem nicht mehr so lange am Stück konzentrieren. Ich habe das Gefühl, ich kann mir schlechter Sachen merken und dass ich auch schneller die Lust verliere, irgendwie weiterzumachen. Weil ganz ehrlich, Leute, jetzt könnte ich schon wieder ins Bett gehen, aber jetzt fängt mein Lerntag erst an. Aber ich habe mir vorgenommen, die Woche langsam anzugehen und mir zu sagen, okay, ich habe zwar meinen Lernplan, ich habe meinen roten Faden, aber das soll diese Woche nur als, ich sag mal, Anhaltspunkt dienen und nicht als Pflicht. Und ich werde einfach so viel machen, wie ich kann. Und so sieht's aus. Ich komme auch gerade tatsächlich von meinem ersten Biometriekurs, der tatsächlich echt ganz chillig ist. Und ich muss auch sagen, unsere Tutorin macht das wirklich sehr, sehr gut. Für diejenigen, die es nicht wissen, Biometrie ist im Prinzip Statistik. Es ist dasselbe. Und ich habe ja mal Psychologie studiert. Vor über 5 Jahren habe ich angefangen. Gebt euch das mal. 5 Jahre ist es her. Mir kommt es vor, als ob mein Abi erst 3 Jahre her ist. Genau, und in dem Zuge habe ich tatsächlich 2 Semester Statistik gemacht und auch 2 Statistikscheine gesammelt. Ja, und obwohl ich da das meiste nicht mehr wirklich von erinnere, sage ich euch ganz ehrlich, also ich habe auf Löschen gedrückt bei dem Großteil der Sachen, zumal ich auch wirklich nicht das größte Mathe-Genie bin. Ja, aber dennoch, das, was wir heute gemacht haben, das waren wirklich so die absoluten Basics in Statistik. Also wir haben angefangen mit SPSS, das ist so ein Statistikprogramm, zu arbeiten und haben da wirklich ganz, ganz basic Sachen gemacht. Also zum Beispiel, wie macht man ein Balkendiagramm? Wie macht man ein Kreisdiagramm? Wie stellt man Häufigkeiten dar in der deskriptiven Statistik? Und das sind tatsächlich Sachen, die ich dann doch noch irgendwo im Hinterstübchen rauskramen konnte. Dementsprechend war das voll okay. Ich hoffe, dass die nächsten Tage genauso werden. Ich will jetzt auch gar nicht weiter groß rumquatschen. Mein Akku geht gerade schon wieder leer und ja, ich fange jetzt mal an mit dem Lernen. Mein 2. Ohrring ist auch ausgefallen. What the fuck? Ich bin frisch geduscht und ich habe es tatsächlich geschafft, alle meine Ankis zu machen, die ich mir für heute vorgenommen hatte. Also manchmal verstehe ich mich nicht, ne? Muss ich ehrlich sagen. Also es gibt Tage, da habe ich unfassbar viel Zeit und habe auch ein normales Pensum und ich schaffe es einfach nicht durch. Und dann gibt es Tage wie heute, wo ich nicht viel Zeit habe und auch nicht viel Bock habe und dann fluppt es. Naja, ich hinterfrage es nicht. Jetzt muss ich noch eine Sache machen und zwar wurde uns von der Rechtsmedizin aufgetragen, insgesamt, ich glaube, 7 Fälle zu bearbeiten in einem Programm. Ich nenne es Sims für Rechtsmedizin, weil das ist es im Prinzip. Es ist eine virtuelle Welt, in der man eben die Fälle löst. Einfach so als Übung. Ich dachte mir, ach ja, das ist just for fun. Ich hatte nämlich die E-Mail nur überflogen und nicht komplett gelesen. Aber Leute, merkt euch eines. In diesem Studium ist nichts just for fun. Und dann hat mich heute fast der Schlag getroffen, als ich erfahren habe,
dass ich bis Sonntag noch 7 Fälle bearbeiten muss. Dementsprechend habe ich mir jetzt vorgenommen, einen Fall pro Tag zu machen. Und dann am Samstag 2 und dann sollte das passen ungefähr. Genau, dafür muss ich jetzt aber hier noch rausfinden, wie genau das funktioniert. Ich melde mich auch mal wieder zurück. Gestern hatte ich irgendwie keine Lust zu vloggen, weil der Tag irgendwie so voll, aber trotzdem langweilig war. Und I don't know, manchmal hat man einfach nicht so die Lust. Heute kommt übrigens mein Vlogging-Objektiv an für meine neue Kamera. Also wenn wir alle Glück haben und der Postbote meine Lieferanweisungen versteht, dann werdet ihr heute Abend schon die neue Kamera sehen. Ansonsten, same thing as every year, James. Rechtsmedizin-Vorlesung von 10 bis 12, dann kurze Lunchbreak, dann Rechtsmedizin-Vorlesung von 13 bis 15 Uhr und dann Biometriekurs von 15 bis 17 Uhr. Eigentlich weiß ich das auswendig, keine Ahnung, warum ich die ganze Zeit runtergeguckt habe. Aber immerhin ist es Mittwoch, heißt die Hälfte der Woche oder die Hälfte der Arbeitswoche ist auf jeden Fall rum. Ich weiß gar nicht, was heute als Thema dran ist. Gestern hatten wir tatsächlich ganz, ganz spannende Themen in Rechtsmedizin. Da ging es einmal um den Tod durch Ersticken. Darunter zählt das Erhängen, das Erdrosseln und das Erwürgen. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist gar nicht so Common Sense, was genau der Unterschied ist zwischen diesen drei Dingen, besonders zwischen Erwürgen und Erdrosseln. Das wusste ich lange auch nicht. Und danach ging es um das Thema Ertrinken. Das haben wir aber irgendwie nur recht kurz angeschnitten, weil es dann noch um ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema ging. Und zwar Sexualdelikte. Da wurde uns auch von der Dozentin gesagt, dass das eine der wichtigsten Vorlesungen für uns ist, weil es eben nicht nur die Rechtsmedizin was angeht. Also wenn man zum Beispiel Gynäkologe wird oder auch Pädiater, sind das Fälle, die man irgendwann mal sehen wird, leider, in seinem Berufsleben. Und ich muss sagen, ich fand es echt ein bisschen schade, dass wir nur 45 Minuten hatten für dieses Thema, weil im Prinzip Ertrinken und Sexualdelikte wurden in einen Block gequetscht. Und dafür, dass das eben obviously eins der wichtigsten Sachen ist und auch eins der realitätsnahesten Sachen, ja, fand ich das irgendwie schade, dass man das so schnell dann abgefrühstückt hat. Aber wir haben eben ganz ausführlich gesprochen, worauf man da so achten muss in der klinischen Praxis, wie man das am besten dokumentiert und vor allem, wie man auch einen guten und komfortablen, soweit es natürlich geht, Rahmen schafft für die Opfer. Auch ein Punkt, der natürlich sehr, sehr wichtig ist, weil deswegen hätte ich da gerne noch ein bisschen tiefer drüber gesprochen und ein bisschen länger auch einfach Zeit da rein investiert. Wir haben jetzt 10 Uhr, in einer Viertelstunde startet dann die nächste Vorlesung. Genau, die Vorlesung heute Vormittag werde ich von zu Hause aus verfolgen, weil ich ein bisschen länger schlafen wollte. Und dann werde ich zum Mittag hin in die Mensa gehen und dann die restlichen Vorlesungen dann vor Ort belauschen. Oh, und bevor ich es vergesse, ihr fragt mich ja immer mal wieder, ob es noch Exemplare von meinem Planer gibt und ob immer noch die 20% Rabatt mit meinem Code gelten. Und ja, es gibt noch Exemplare und ja, mein Code zählt nach wie vor. Also mit diesem Code hier bekommt ihr nach wie vor 20% Rabatt auf meinen Planer. Ja, und so langsam neigt sich das Semester ja auch dem Ende zu. Heißt, man sollte Ausschau halten nach einem Planer für das nächste Semester, weil nach der Klausurenphase ist vor der Klausurenphase, ne? Es ist da, Leute. Ah!
Okay, Leute, ich bin eigentlich gerade in der Rechtsmedizin-Vorlesung, aber mein Objektiv ist gerade angekommen. Und ja, ich bin gerade irgendwie so excited und ich wollte euch ja unbedingt noch was zu der Kamera erzählen. Dementsprechend habe ich jetzt tatsächlich die Vorlesung ausgemacht, um das jetzt zu tun. Erstmal zu der Kamera selber. Das ist das gute Stück. Das ist die Sony ZV-E10. Genau, und dazu habe ich zwei Objektive. Einmal hier, das ist ein 11mm Objektiv. Und dann dieses gute Stück hier, das ist ein 30mm Objektiv. Das 11mm ist besser geeignet fürs Vlogging, das werdet ihr gleich dann auch nochmal sehen. Und das 11mm, das ist mehr für Sit-Down-Videos geeignet, beziehungsweise für Porträt-Shots. Also das sorgt dafür, dass der Hintergrund zum Beispiel so richtig cool verschwommen ist mit diesem Bokeh-Effekt. Habt ihr bestimmt alles schon mal gehört. Wir wechseln jetzt einmal. Und an der Stelle, Leute, bedanken wir uns alle mal bei meiner jetzigen Kamera, die mich ja wirklich lange jetzt auch schon begleitet hat, durch mein Studium, durch meinen YouTube-Kanal. Und ich weiß, es ist bescheuert, so sentimental Dingen und Objekten gegenüber zu sein, aber die Kamera ist wahrscheinlich eins meiner meistbenutzten Objekte, die ich besitze. Und ja, es tut mir schon ein bisschen in der Seele weh, sie nicht mehr so häufig zu benutzen oder vielleicht auch an jemand anderen weiterzugeben. Deswegen alle mal ein Applaus-Emoji an Estis Kamera. We love you. Tada. Ja, Leute, das ist die neue Kamera. Ich habe die jetzt natürlich noch nicht im Detail studiert. Das wird auch erst nach meiner Klausurenphase möglich sein. Aber was ich zum Beispiel euch jetzt schon zeigen kann, ist, dass es alleine jetzt hier in diesem Vlog-Modus zwei, ich sag mal, schnelle Modi gibt. Zum einen ist es dieser Modus hier. Das ist mehr so ein Weitwinkeleffekt. Also ihr seht ja, ihr könnt total weit in den Raum sehen, vor allem im Vergleich zu der Canon-Kamera eben. Aber das macht natürlich auch so ein bisschen so ein Fischauge-Effekt. Also hier sieht es noch normal aus, aber wenn ich jetzt hier so nah dran komme, dann ist es schon sehr fischig. Das kann man allerdings auch abstellen, indem man so ein, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber es ist so eine Art so Rein-Crop-Modus, wodurch der Weitwinkel nicht mehr so stark ausgebildet ist. Ja, aber dafür eben der Fischauge-Effekt nicht mehr so ganz ausgeprägt ist. Ich stelle den mal kurz ein. Das ist jetzt der etwas weiter reingecroppte Modus. Das ist jetzt mehr wie bei meiner alten Kamera. Aber auch da, finde ich, sieht man schon ein bisschen mehr so an der Seite, oder? Findet ihr nicht? Und ich muss sagen, da ist irgend so ein Hauteffekt drauf. Weil so sieht meine Haut nicht aus in echt, Leute. Das kann ich euch versprechen. Ich weiß nicht, ob das einfach so dabei ist. Da muss ich Becky nochmal fragen. Oder ob ich das irgendwie auch ausstellen kann. Weil das sieht schon sehr glatt und poliert aus. Was ja an sich nichts Schlechtes ist. Aber ich will ja hier keine unrealistischen Schönheitsideale propagieren. Ja, Leute, let me know. Was denkt ihr? Wie findet ihr die Kamera? Ich finde es schon wirklich krass. Also der Qualitätsunterschied, den sieht man schon wirklich deutlich. Und ja, ich glaube, es braucht jetzt ein bisschen Zeit, bis ich mich da so ein bisschen reingefunden habe in die Kamera. Und da so die Settings studiert habe. Aber ich bin sehr, sehr excited. Das ist einfach so das Spielzeug für Creator. Okay, Leute, Update. Becky hat mir gezeigt. Die ist übrigens gerade hier bei FaceTime. Hallo! Hallo! Ja, Becky, unsere Kamera-Queen, die wird bestimmt noch öfter hier auftauchen. Entweder on oder off camera. Aber das war sicherlich nicht die letzte Frage, die ich habe. Ich habe auf jeden Fall das Skin Softening ausgestellt und ich finde, das sieht sehr viel besser aus jetzt. Also, wie ihr seht, ich habe auch Texture, ich habe auch Pickel und Falten. Ja, es sieht einfach normal aus. Ich finde, dieses Skin Softening sieht immer so ein bisschen aus, als wäre man so eine Puppe oder so. Ja, 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 ja. Voll. Also, voll, also es ist so ein Barbie-Effekt einfach irgendwie. Auf Kamera hat man eh immer einen Tick bessere Haut, finde ich. Haben wir das Mysterium auch gelöst. So, ich bin gerade nach Hause gekommen, nach wieder einem sehr ereignisreichen Tag. Wir haben in Rechtsmedizin heute über das so ziemlich schrecklichste Thema gesprochen, was es gibt, zumindest für mich, und zwar Kindesmisshandlungen. Und da hatten wir dann tatsächlich auch eine Doppelstunde, was ich auch sehr gut fand, weil genau wie die Sexualdelikte, das sind eben Dinge,
die nicht nur die Rechtsmediziner was angehen. Weil oftmals der Kinderarzt zum Beispiel der erste ist, der das überhaupt protokolliert oder sieht generell. Ja, und da sind wir dann auch die, ich sag mal, am häufigsten vorkommenden Delikte einmal durchgegangen und woran man das eben medizinisch sieht. Ich gehe jetzt hier an dieser Stelle nicht weiter darauf ein, also rein fachlich, einfach weil Kindesmisshandlung wirklich ja ein sehr, sehr sensibles Thema ist. Was ich tatsächlich sehr erschreckend fand, war die Dunkelziffer. Also ich wusste natürlich, dass es viel, viel mehr Fälle gibt, als eigentlich, ja, verfolgt werden letztendlich. Aber es wurde uns heute gesagt, dass tatsächlich nur einer in 50 Fällen überhaupt entdeckt wird. Und das finde ich schon echt krass. Also einfach zu überlegen, dass wahrscheinlich irgendwer im Bekanntenkreis sowas erlebt hat, rein statistisch gesehen. Das ist so gruselig. Und ja, das muss ich sagen, das macht mich schon sehr traurig auf der einen Seite und auch sehr wütend auf der anderen. Ja, und danach ging es dann weiter mit Biometrie. ja, da bin ich zunehmend lost, muss ich sagen. Wir haben heute zum Thema Regression was gemacht. Und wie gesagt, die ganzen Begriffe sagen mir was. Aber ich muss ehrlich sein, ich bin einfach nicht schnell genug im, ich sag mal, Begreifen der Materie, weil wir halt immer nur anderthalb Stunden haben pro Thema. Und ich habe jetzt echt schon seit 5 Jahren nicht mehr mit SPSS gearbeitet. Dementsprechend ist es auch für mich pretty much Neuland. Ja, daher bin ich da tatsächlich ein bisschen resigniert, wenn nicht sogar im Aufgabemodus. Ja, und jetzt unser favorite part of the day, mein Lernplan. Heute ist so ziemlich der längste Tag in der Woche. Ich habe jetzt gleich um 8 Uhr Rechtsmedizin Praktikum bzw. Kleingruppenunterricht. Danach gibt es noch eine doppelstündige Vorlesung, dann eine kurze Mittagspause, dann danach noch ein rechtsmedizinisches Praktikum und dann noch mein Biometriekurs. Der längste Tag der Woche ist endlich zu Ende. Und ja, er war sehr voll. Ich muss sagen, er war eigentlich echt auch ganz cool. Ich bin zwar wirklich von einem Ort zum anderen gehetzt, weil wir heute zum einen eben in der Rechtsmedizin, also in dem Institut Uni hatten, zum anderen im IFAS, das ist unser Lehrgebäude, und dann noch in der Biometrie. Und das sind 3 Standorte, die wirklich relativ weit auseinander liegen. Also weit für Münsteraner Verhältnisse zumindest. Aber ich habe immerhin heute meine 9000 Schritte. 6 Kilometer bin ich heute insgesamt gelaufen. Wir hatten heute 2 von 4 Kleingruppen-Unterrichtsstunden in der Rechtsmedizin. Die erste ging um die Toxikologie. Da geht es im Prinzip um Sachen wie K.O.-Tropfen, Alkohol, aber auch zum Beispiel Kohlenmonoxidvergiftungen. Also alles, was eben irgendwie mit irgendwelchen chemischen Stoffen zu tun hat, die irgendwie forensisch relevant sind. Genau, dann hatten wir noch eine Vorlesung zu der forensischen Entomologie. Und falls euch dieser Fachterminus nichts sagt, lasst mich euch erleuchten. Da geht es im Prinzip um Insekten. Und es ist genauso eklig, wie es sich anhört. Also ja, es geht im Prinzip um die Insekten, die Leichen befallen und anhand derer man dann einige Rückschlüsse ziehen kann, zum Beispiel darüber, wie lange die Leiche schon da liegt oder tot ist oder wie auch immer. Das ist allerdings irgendwann so sehr ins Detail gegangen, dass ich nicht mehr ganz mitgekommen bin. Das Beste heute war tatsächlich der zweite Kleingruppenunterricht und zwar hieß das einfach nur klinische Rechtsmedizin und das war wirklich fallbasiert. Heißt, der Dozent hat uns Fälle mitgebracht mit Bildern und allem drum und dran und wir haben geübt, wie man so etwas korrekt befundet. Also das fing im Prinzip schon an bei der Beschreibung.
Also alleine, ich sag mal zum Beispiel blaue Flecken. Also sagen wir mal, ein Kind kommt mit blauen Flecken in die Notaufnahme oder zu euch als Kinderarzt. Wie genau beschreibe ich das überhaupt? Und da reicht es eben nicht, und das machen viele Ärzte leider, zu sagen, ja, multiple Hämatome über den ganzen Körper verteilt, sondern man muss genau die Lokalisation beschreiben, wie es aussieht, am besten noch ein Bild mit Maßstab, das darf man auch nicht vergessen. Und es ist gar nicht so simpel, wie man sich das vorstellt. Also das wirklich so zu beschreiben, wie die Rechtsmediziner das gerne hätten, das erfordert schon ein bisschen Übung. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir das gemacht haben, weil ja, wir werden irgendwann mit sowas konfrontiert werden, spätestens wenn man mal in der Notaufnahme arbeitet. Genau, ja, und am Ende hatte ich dann noch meine letzte Biometriestunde. I'm kinda happy about that. Warum klang ich gerade wie heißt der Stewie vom Family Guy? Ich habe jetzt von 8 bis 17 Uhr in der Uni rumgehangen. Ich hatte genau eine Stunde Mittagspause. Ich lerne jetzt nichts mehr. So Leute, ich bin wieder in der Heimat. Wir hatten heute unseren letzten Unitag im 6. Semester, was auch ein bisschen emotional war tatsächlich, weil zwei von den Mädels aus meiner Klinikgruppe nächstes Semester nicht mit uns weiter studieren werden, aus verschiedenen Gründen. Und das, ja, unsere letzte Uni-Veranstaltung zusammen war. Ich sitze gerade mit Michi am Steuer im Auto und für uns geht's auf ein Konzert in meiner Heimatstadt. Das ist ein lokales Event mit einer klassischen Gitarristin. Mit einer Gitarristin. Das sind so Konzerte mit ganz kleinen Ensembles, entweder Solo-Konzerte oder Zweier-, Dreier-Ensembles. Also aus auch ein kleiner Raum, in dem das stattfindet. Ein schönes altes Museum hier. Ja, da freuen wir uns drauf. Wir freuen uns. Schauen wir mal. Sind was so die Nach-Corona-Freuden, ne? Perfekt. Und da ich meine neue Kamera weiterhin austesten möchte, habe ich die direkt mal geschnappt und mitgenommen. Wie fandest du das Konzert? Ich fand vier Stücke gut, nämlich Heitor, Heitor Villalobos, ist glaube ich Mexikaner oder Brasilianer. Und dann fand ich drei die Endstücke von ihr gut. Eins über ihre Tochter, eins irgendwie so Contemplation, eins à la Fuoco. Die waren sehr schön. Ich fand die Technik toll, wo sie halt quasi mit der linken Hand die Melodie gespielt hat und mit der rechten Hand sich quasi begleitet hat, also wie man das macht. Das war schon Wahnsinn. Das war schon schön. Hat auch ganz nett immer zwischendurch was erzählt. Ich fand es auch cool, mal die Gitarre nicht als Begleitinstrument, sondern wirklich als Soloinstrument zu hören. Das hört man ja eigentlich nicht so oft. Es war eben nicht so die übliche Pop-Begleitung mit den drei Akkorden, mit denen man und da das Durchschnittsalter da bestimmt 65 war, 59 war, das hat die Esther und noch ein jüngerer Mann. Wir waren die einzigen U50. Die waren die einzigen U30, würde ich mal sagen. Ne? Ansonsten. Nee, U45, würde ich sagen. Ich habe keinen gesehen. Ja, genau. Also so dieses mittlere Alter war gar nicht vertreten, aber okay. Aber ich mag das ja. Ich mag ja Boomer-Veranstaltungen. Auch das Jamie Cullum-Konzert. Die Boomer sind so am Abgehen. Das ist echt cool. Ja, obwohl da waren schon auch mehr Jüngere noch. Ne? Also war das mittlere Alter so um zwischen 30 und 45 war schon auch vertreten. Ja, aber auch einige Boomer. Ja, Boomer waren auch da mit ihren Kindern, die Boomer, ne? Ja. Boomer nehmen gerne ihre Kinder mit. Ja. Und was sagen Sie jetzt mit? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Kanal. Da. Was lasse ich versuchen? Ich glaube, da. Okay, also auf jeden Fall Daumen hoch. Daumen, nee, so. Daumen hoch und bitte.
einem für die nächste große Reise. Die schon Michi bald wird auch dabei sein. Die schon bald losgeht. Sie geht ganz bald los. Und ja. Nicht nur Michi ist als Special Guest dabei, sondern zwei weitere Special Guests. Also es wird richtig cool, weil wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonnieren! Und dann hoffe ich, dass ihr alle gesund und munter bleibt. Und falls ihr auch Klausurenphase habt wie ich, viel Glück, viel Durchhaltevermögen. Und wir sagen tschüss und schönes Wochenende. Tschüss!